stopp! Okay, das reicht ja schon. Okay. Alter, das Salz ist so durch die Gegend geflogen. Ich hatte ja meinen Mund auf und ich habe gemerkt, wie so ein Salzstaub in meinen Mund geflogen ist. Ich habe gerade was Salziges gemerkt. Ja, ich auch. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gerne kochen! Heute gibt's was angelehnt an die österreichische Küche. Genau. Wir haben uns nach Österreich gewagt, denn wir machen heute Cayenne-Pfeffer. Den Cayenne-Pfeffer. Wir machen Turbo S. Wir nehmen einfach den Cayenne-Pfeffer, den schütten Cayenne Turbo S in einen Topf. Den Porsche Cayenne Turbo S. Nee, klar. Wir schütten in den Topf und dann essen wir das nach. Geil. Ja, geil. Nein, es gibt Backhändel. Wunderschön. Backhändel mit Kartoffelsalat. Schönes, ursprüngliches Gericht, nachdem wir beim letzten Mal in die asiatische Welt dafür brauchen wir Kartoffeln. Sind. Ich hab sie. Kartoffeln. Oho. Warte, die auch noch? Was? Aber was mit den anderen? Wo ist die alle aufgespießen? Okay, okay, ja, so Ende mit der Zirkusnummer. Ja, genau. So. Genau, dazu gibt es Kartoffelsalat, selbstgemachten. Ja. Und der wichtigste Schritt für einen Kartoffelsalat ist natürlich, die Kartoffeln erstmal schön zu kochen. Und das werden wir als erstes machen. Wir stellen einen großen Topf mit Wasser auf. Der mittelgroße. Der mittelgroße. Der mittelkleine genau. Große. Und da muss jetzt ordentlich Wasser rein. Okay, wie viel Liter? Einfach so, dass die Kartoffeln alle damit zugedeckt okay, sind. Okay, dann leg mal die Kartoffeln rein. Ich glaube, das gibt ein Holzaroma. Na gut. Wir wollen ja ohne Holzaroma. Wir haben auch hier eine extra große Testkartoffel. Wir haben trotzdem abseits davon geguckt, dass alle ungefähr die gleiche Größe haben. Das ist natürlich wichtig. Wir haben ja auch festkochende Kartoffeln, auch wichtig bei einem Kartoffelsalat. Muss da noch Salz rein? Nee, lass mal weg, weil das Salz bleibt ja an der Schale hängen. Außer wir lassen die Schale dran. Oh, nee, das ist blöd. Wir pellen die nachher. Du meinst, du pellst die nachher? Ja, klar, ich krieg immer die Scheißjobs. Auf Vollgas, oder? Ja, klar, Vollgas. Okay, Vollgas, volle Power. Und was machst du als Nächstes? Vollgas. Ja, nein, kein Vollgas. Vollgas. Nein, bitte kein Vollgas. Okay. Volle Power. Okay, das aber war's schon. So, lang's bis so das war quasi. das war nein. Das. Der Kartoffelsalat ist quasi fertig. Nein, wir haben jetzt den ersten Schritt für unseren Kartoffelsalat gemacht. Wir können jetzt erstmal nicht weitermachen. Achso, müssen wir eine halbe Stunde? Ungefähr eine halbe Stunde. Alexa, stelle einen Timer auf 30 Minuten. Hi Daniel, 30 Minuten ab jetzt. Danke. Der hat dich Daniel genannt. Ja, ich bin Daniel. Hi. Darf ich vorstellen? Daniel. Hi, ich bin Ole. Nein. wir brauchen für das Backhändel brauchen wir Händel. Das ist richtig. Wir haben aber keine normalen Händel genommen, also nee. kein ganzes Huhn, weil, ja, einfach. Also die ursprüngliche Variante ist, ihr kauft euch ein komplettes Hähnchen und nehmt das aus, schneidet die Hähnchenbrustfilets selbst raus. Rupft die Feder. Ist ein bisschen, also wir haben uns gedacht, warum soll man sich die Arbeit machen, das selbst zu Sizilien, ne? Sizilien. Deswegen haben wir uns einfach Hähnchenbrustfilet besorgt und die schneiden wir in schöne kleine Stückchen und dann werden die paniert, so wie das bei klassischem Backhändel der Fall ist. Ne, wir nehmen die jetzt hier raus und dann schneiden wir die erstmal ein bisschen klein. Ich kann dir ein Messer rausreichen. Welches möchtest du? Das kleine, das große oder das mittelgroße? Das große. Das mittelschwergroße? Okay. Das mittelschwergroße ist das falsche. Ach, ne, ist egal. Ich nehme das. Ist das nicht das große? Nein, es ist nicht das große, es ist das mittelschwergroße. Ach so. Aber das ist egal, ich nehme jetzt das mittelschwergroße. Du das? Nein, ich wollte nicht das Kleine. Das ist das Mittelschwere. Nein, das Mittelschwere ist das daneben. Ja, genau. Nee. Deswegen, ich nehme jetzt einfach das Mittelschwergroße. Und ich weiß, was du wolltest. Das ist richtig die Schere. So, ich schneide das hier mal alles schön klein. Ja, mach das mit dem Kleinschneiden einfach nach Gefühl. Also es gibt da keine feste Regel, wie groß müssen die Stücke jetzt genau sein? Guck ich schocke einmal, die Kartoffeln. Dass sie alle ungefähr die gleiche Größe haben, dass ihr so ein bisschen die Sehnen rausschneidet, dass ihr den, sag mal, etwas zähren Teil, der sich zusammenzieht, dass ihr den raus habt.
Aber ansonsten können die ruhig alle ungefähr die gleiche Größe haben. Manche können auch ein klein bisschen dicker sein als die anderen. Das Schöne an dem Backhändel ist, es ist halt... Schleitert da weg. Es sind halt keine super perfekten Formen, sondern es sieht halt einfach natürlich aus. Was denn, das hier jetzt hier geht weg? Okay, gut. Jetzt werden die natürlich noch paniert. Und dazu bauen wir jetzt eine schöne Panierstraße auf. Aus schönem Panko-Mehl, was ich besorgt habe. Panko. Und Eiern! Ohne Küken töten. Immer ohne Küken töten. Die Panierstraße ist nun quasi fast aufgebaut. Aber uns fehlt noch eine wichtige Komponente. Mehl. Ja. Ja. Ja, wir haben hier, warum ist das eigentlich noch so wenig? Einer! Ja, so ist okay, stopp. Nein. Das passt. 580 ist auch okay. Er hat 600 gesagt. 600. Ja, ich habe das doch nur grob umgerechnet. Das haben die alles in Cups angegeben. Was? Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht erklären, warum. Könnte das mit einem Nudel... Nee. Mach aber weiter hier. Naja, könnte ich muss das Mehl mal wieder aufstocken. Das ist von jetzt auf gleich irgendwie richtig leer geworden. Ich habe eigentlich nicht so den Mehlverbrauch. Wie viel Gramm brauchen wir? 100. Für diese Menge Hähnchen, das sind 600 Gramm, da brauchen wir ungefähr so knapp 150 Gramm von dem Paniermehl. Dann brauchen wir dafür 3 Eier. Ja, mir hat gerade noch so gereicht. Und wir brauchen die 100 Gramm Mehl. So. 100 Gramm. 100 Gramm Mehl. Wisst ihr, was ich meine? Wir brauchen Pfeffer. Ah ne, Salz. Ja, denn Pfeffer brauchen wir keinen. Wir brauchen nämlich statt normalem Pfeffer... Den Porsche. Den Porsche unter den Pfeffer. Ja. Den Cayenne. Der Cheyenne-Pfeffer. Cheyenne? Und damit... Cheyenne? Nee, der heißt Cayenne. Hör auf. Weil da ist auch kein CH. CH wäre... Wie sprecht ihr das aus? Cayenne oder Cheyenne? Kommt wahrscheinlich auch immer auf die Region an, aus der ihr kommt. Ja? Und weil die ja alle jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, feucht sind, haftet das Gewürz nämlich auch noch schön da dran. Und bevor wir das jetzt nämlich hier in das Mehl, in den Mehl wälzen. Er hat feucht gesagt. Nee. So brauchst du mir diesmal nicht kommen. Nein. Jetzt macht die Cheyenne auf. Und dann kippt rüber. Aber ich wollte gerade sagen... Ich wollte gerade sagen, mit Bedacht. Denn, meine FreundInnen, wisst ihr, was Cheyenne-Pfeffer eigentlich ist? Er ist scharf wie die Hulle. Das sind gemeine Chilis. So, das vermischen wir ein bisschen miteinander. Jawohl. Sag stopp! Okay, das reicht, das scheint. Okay. Alter, das Salz ist so durch die Gegend geflogen. Ich hatte ja meinen Mund auf und ich habe gemerkt, wie so ein Salzstaub in meinem Mund geflogen ist. Ich habe gerade was Salziges gemerkt. Ja, ich auch. Ich schmecke da doch immer noch. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. So, nehmen wir alles mit, was hier noch irgendwie auf dem Brett rumklebt, was zu Salz geflogen ist. So, hier, ne? So. Schöne rötliche Farbe. Und dann geht's hier in unsere Panierstraße. Genau. Erstmal ins Mehl. Dann kommt das in das verquirlte Ei rein. Ne, logisch, die Eier vorher verquirlen, bevor ihr das Ganze da drin rumwälzt. Und dann kommt das hier ins Panko-Mehl. Oh, geil. Dann bleibt das schön überall hier außen haften. Schön. Geil, ich liebe das. Das könnt ihr ruhig noch ein bisschen andrücken. Und so sieht dann ein fertiges Backhändel aus. In der klassischen Version soll das mit normalem... Paniermehl gemacht werden, aber ich finde Panko-Mehl einfach generell spannender, deswegen kleine Abwandlung von uns an der Stelle. Könnt ihr natürlich mit welchem Paniermehl auch immer ihr das wollt machen, aber Panko ist einfach geiler, sag ich. So, das machen wir jetzt mit allen Stücken hier und wenn wir damit fertig sind, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ein paar Sekunden später. Das hat so richtig, ja? Ey. Sweet Home Alabama. Unsere Kartoffeln sind jetzt fertig. So sehen die Boys dann nach einer guten halben Stunde aus. Mensch, die sehen ja aus wie vorher. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, doch. Es gibt einen recht einfachen Trick, wie ihr testen könnt, ob die Kartoffeln auch durch sind. Ich glaube, den kennt jeder. Ihr stecht mit einem Messer rein und wenn die Kartoffel von alleine wieder runterrutscht, dann ist sie perfekt. Und das sind unsere Kartoffeln. Kommen gleich die Kartoffeln rein, ne? Ich weiß, deswegen läuft es ja jetzt nochmal aus.
es ist Zeit für den nächsten Schritt für unseren Kartoffelsalat. Und zwar werden wir die Kartoffeln jetzt schälen. Guck mal, das ist Pat. Das ist Thaddäus. Thaddäus, ich kenne mit Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Er ist Thaddäus, Sie sind Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Gibt es hier noch weitere Thaddäus, von denen ich wissen sollte? Miau. Wir brauchen euch ja, glaube ich, nicht zu erklären, wie man Pellkartoffeln schält, ne? Ihr nehmt ein Messer oder ihr macht so wie Ole, wenn ihr ganz knallharte Jungs und Mädels seid. Und ja, die Kartoffeln, die sind gut durchgekocht. Das heißt, die Schale ist schön weich, die lässt sich einfach abziehen. Das Messer ist halt ganz gut, um ein bisschen so einen Riss reinzukriegen in die oberste Haut. Da war schon Riss drin. Dann zieht ihr das einfach ganz dünn ab. Ein Fehler, den viele auch machen beim Kartoffelschälen, also beim Pellkartoffelschälen, das habe ich in meiner Chorausbildung gelernt. Die schneiden die halbe Kartoffel mit ab. Es reicht vollkommen, wenn ihr wirklich nur so ganz bisschen die Haut anhebt, dann könnt ihr die Haut einfach abziehen. Gerade in dem heißen Zustand oder in einem sehr warmen Zustand geht das noch sehr gut, ohne dass ihr euch die Hände dabei verbrennt. Und das macht ihr jetzt einfach mit allen Kartoffeln. Yeah. Und jetzt wird Wir haben die Kartoffeln geschält. Diese Kartoffeln, die werden jetzt natürlich alle schön in Scheibchen gemacht. Ja, und das kommt dann alles in meinen Hut. Ich habe gerade kurz überlegt, welchen Hut meint er denn? Zitrone. Das ist die etwas gesündere Variante zu einem klassischen Weißweinessig. Die Säure in den Kartoffelsalat bringen wir nicht mit diesem Essig rein, sondern mit einer schönen Zitrone. Die werden wir in der Hälfte gleich durchschneiden und dann wird Ole den Saft davon reindrücken in unsere Schüssel mit den geschälten Kartoffeln bzw. geschnittenen Kartoffeln. Salt and Pepper. Das braucht ihr beim Kartoffelsalat natürlich immer, ne? Der Grundzutat. Richtig geiler Kartoffelsalat. Wie ist das bei euch mit Kartoffelsalat? Mögt ihr eher die norddeutsche Variante, also die mit der Mayo drin, oder seid ihr eher ein Fan von der süddeutschen Variante? Ich persönlich bevorzuge auf jeden Fall die süddeutsche Variante. Ich mag viel lieber Essigöl. Ich finde, das schmeckt einfach viel frischer. Oh, ich liebe Zitrone. Das gibt mir mehr als so eine Mayonnaise-Pampe. Ist natürlich Geschmackssache, je nachdem, wie er gemacht ist, kann natürlich auch ein Kartoffelsalat mit Mayo richtig geil sein. Aber ich habe da am liebsten hier mit. Soll ich noch mehr? Ja, die halbe Zitrone, ne? So. Jetzt gebt ihr noch 3 Esslöffel Olivenöl dazu. Das feinste Olivenöl. Das gibt einen sehr guten Geschmack. Und dann rührt ihr das alles kräftig um. Dann können wir den Kartoffelsalat jetzt kalt stellen. Genau, der Kartoffelsalat, der kommt jetzt schön in den Kühlschrank. Nächster Schritt fürs Rezept. Jetzt werden die Backhändel zubereitet. Normalerweise macht man das in einem Backofen. Aber heißt ja auch Backhändel. Ja, Aber wir haben ein kleines Helferlein. Ja, so neu wie immer. Neu im Repertoire. Nein, yeah. nicht Bert, der steht da hinten. Ja, Bert hat heute mal Ruhetag. Heute kommt jemand anderes zum Einsatz. Eine Heißluftfritteuse, die Ole sich gegönnt hat. Und die werden wir heute verwenden, um diese Backhändel da drin schön zu garen. Ohne dass wir den Backofen dafür überhaupt anschmeißen müssen. Ihr seht natürlich die Menge an Backhändel im Vergleich zur Größe der Fritteuse. Wir werden mehrere Durchgänge fahren. Alter, Größe der Fritteuse, voll geil. Ja. Wir wissen auch übrigens hier wieder komplett, was wir tun. Also Klar. Wir machen das nicht gerade zum ersten Mal mit denen, sondern wir haben genau den Plan, was wir tun. Ja, dann, das ist dein Gerät. Wir haben die Bedienungsanleitung ja gelesen, so wie beim letzten Mal für die Nudelmaschine auch. Wir wissen also genau, wo. Hey, du hast ja im letzten Mal gesagt, du hast sie gelesen. Ich habe angefangen damit. Die ersten zwei Seiten. Bei 220 Grad. Werden die, aber gut, frittieren ist ja noch was anderes als backen. Also fangen wir mit Backen an oder was? Probieren wir erstmal mit Backen. Weil sie sollen ja auch klassischerweise im Backofen gebacken werden, die Backhändel, ne? Ja, dann backen wir die Dinger. Machen wir mal bei 190. Also keine 220. Nee, 190. Und dann heizen wir das Gerät einmal Mach kurz vor. Mach da das Hähnchenfleisch, ne? Du musst durch sein. Ja. Wir heizen das jetzt kurz vor. Ja. Boah. Die Zukunft, meine Freundinnen, die Zukunft. Das Coole ist, hört er direkt auf, macht er weiter. Boah. Und er schaltet sich danach halt automatisch ab. Scheiße. Das ist Gute. Das ist die Gute. Ja, die wird jetzt erstmal vorgeheizt. Unser Kartoffelsalat steht ja jetzt im Kühlschrank, der zieht durch. Heute haben wir mal ein relativ entspanntes Gericht. Ja. Und bis die jetzt aufgeheizt ist, gibt es auch nichts weiter zu tun. Bis gleich.
Die Heißluftfritteuse hat ihren Job gemacht. Sie hat sich vorgeheizt. Ich zeige euch natürlich auch mal, wie das da drin aussieht. Ihr seht, da liegt so ein kleines Blech noch drauf. Das ist Zubehör. Das ist nicht bei jeder Heißluftfritteuse. Das, ja, okay, aber bei der ist es, dabei ist ja auch egal. Auf jeden Fall, weil man die hier quasi auch als Backofen verwenden kann, ist das wahrscheinlich mit dabei. Gut. Das Ganze braucht jetzt 18 Minuten. Ja. Gelegentlich, es empfiehlt sich, das gelegentlich mal zu wenden. Damit, weil ja hier das Heizmodul oben sitzt, die Hitze, die direkte Strahlung der Hitze halt auch die Unterseite mal trifft, ne? Ist ja logisch. Also der Hersteller sagt da. Mein Saugroboter ist gerade losgegangen. Ja, Luigi. Aber den solltest du vielleicht beenden, nicht, dass der uns hier irgendwas kaputt fährt. Das ist richtig, ja. Es empfiehlt sich vom Hersteller, der gibt halt den Tipp, man soll regelmäßig den Korb rausnehmen, einfach schütteln. Das ist eine Möglichkeit, wenn ihr halt viele, wenn ihr viele lose Gegenstände bzw. Lebensmittel drin habt. Bei den Hähnchenteilen würde ich jetzt empfehlen, die tatsächlich hier mit einer Zange, ne, es gibt ja so Silikonzangen, die war jetzt sogar im Lieferumfang dabei, echt praktisch, zu benutzen. Und ja, ansonsten könnt ihr auch eine Gabel nehmen oder was, aber solltet halt aufpassen, dass ihr innen drin das Innenleben nicht kaputt macht, nicht zerkratzt. Denn das ist beschichtet. Aber Spülmaschinen geeignet. Es ist auch verdichtet? Na klar. Geil. Das ist Metall. Gut. Ja. Da wollte ich nur sicher gehen. So, das Ganze braucht jetzt noch, seht ihr, ne, 16 Minuten. Ja. Dann ist es fertig. Unser Trick ist natürlich, da wir nicht alle auf einmal machen können. Garn alle einmal und dann am Ende kommt das gesamte Pamphlet quasi nochmal rein, weil wir wollen den Backofen ja heute gar nicht benutzen. Genau. Deswegen kommt das am Ende nochmal in den Korb rein. Und da gibt es so eine tolle Reheat-Funktion, die nutzen wir dann dafür, um das Ganze dann nochmal 3 Minuten kurz zu erwärmen. Dann ist das Ganze schön verzehrfertig, frisch und saftig. Und wenn wir da angekommen sind, dann seid ihr auch schon wieder dabei. Seid ihr schon wieder dabei. Also, bis gleich. Bis gleich. Wir sind jetzt an dem Schritt angekommen. Aus dem Weg. Ole muss mit seiner Heißluftfritteuse alleine sein, Leute. Ich verstehe das. Nein, aber die Hähnchenteile sind jetzt quasi soweit schon fast fertig. Wir haben, wie angekündigt, die schon vorgegart. Genau. Hier sind jetzt die letzten drin. Genau. Und die kommen jetzt einfach hier nochmal mit rein. Wir machen die aber jetzt nochmal damit rein und dann werden alle nochmal schön. Dann ist hier ein schön gefüllter Korb. Das sind jetzt noch ungefähr 1:30 Minuten. Währenddessen haben wir schon mal angefangen anzurichten. Ihr seht hier 2 Teller, der Kartoffelsalat ist drauf. Wir haben etwas Petersilie drüber gestreut. Und jetzt kommt noch die Kresse. Das ist wie beim Haare schneiden. Schön einmal die oberste Schicht hier, zack, zack, zack. Dann schneidet ihr das alles schön ab. Frische Kresse hat einen richtig schönen Geschmack, ist ein kleiner Geheimtipp auf jeden Fall. Bietet sich an, das nehmt ihr dann aber hier runter und dann könnt ihr das hier über den Kartoffelsalat drüber streuen. Und dann sind jetzt auch gleich die Backhändel in 1 Minute schon fertig. Oder Nuggets, wie ich sie eher nennen würde. Ursprünglich hatte ich den Kartoffelsalat so geplant, dass da eigentlich noch eine Avocado mit drin sein sollte. Die Avocado habe ich auch besorgt. Allerdings, hat die Avocado es nicht geschafft. Also die ist leider nicht verzehrbar. Ja, aber das können wir nicht machen. Die ist ja durchzogen. Nee. Also die Avocado ist leider nix. Aufgrund dessen, dass wir heute einen Feiertag haben, musste ich die Zutaten gestern schon kaufen. Und gestern hat sie eigentlich, bei Avocados ist das ja immer so eine Sache von außen, aber wenn man drauf rumdrückt, sie hat leichten Widerstand gegeben, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie perfekt ist, innen drin. Aber ihr könnt da leider nicht reingucken. Vielleicht war es der Umstand, dass sie über Nacht noch ein bisschen weiter gereift ist. Vielleicht war sie vorher schon durch, aber auf die müssen wir leider verzichten. Ist aber generell ein sehr guter Tipp, gerade hier bei diesem gesünderen Kartoffelsalat. Ein bisschen Avocado noch mit rein, ist eine richtig geile Vitaminbombe. Darf ich vorstellen, das Hähnchen? Wie gesagt, das Hähnchen ist jetzt schön durchgegart. Wir haben es auch eben einmal ein Stück getestet. Mhm. Außen kross, innen schön saftig. Genau. Und jetzt drapieren wir hier schön noch 1-2 Stückchen. Das Schöne ist halt auch, ihr habt nicht nur außen durch das Panko-Mehl jetzt diese schöne krosse Kruste, sondern wir haben auch komplett auf Öl verzichtet. Ihr braucht kein Öl und es ist trotzdem super saftig innen drin. Das macht dieses Rezept halt insgesamt, obwohl es wirklich ein Klassiker der österreichischen Küche ist, sehr, sehr gesund. Also gerade hier der Kartoffelsalat, wo wir auf den Essig verzichtet haben
wo wir stattdessen Zitrone mit drin haben. Hier mit der Kresse oben drüber. Bisschen Petersilie, was wir drüber gestreut haben. Die Zitronen dabei als bisschen Auflockerung hier für die Backhände. Bisschen zum Drüberspritzen, ne? Kennt man ja. ja, es ist insgesamt echt ein verhältnismäßig gesundes Rezept für das, was eigentlich auf dem Teller liegt. Man betrachtet ja diese Art von paniertem Hähnchen eher als ungesund, aber in dem Fall hier haben wir wirklich relativ kalorienarm und gesund das Ganze. Schaut es euch an. Jawohl. Und ja, ich würde sagen, dann probieren wir doch mal, oder? Dann machen wir doch mal den Check. Würde ich sagen, dann nehme ich direkt mal hier so eine Zitronenspalte. Werde mir mal ein bisschen was hier über den einen Boy drüber machen. Halt super geil knusprig. Das kriegst du normalerweise so, glaube ich, wirklich nur in der Fritteuse hin. Aber dann trieft es halt vor Fett, ne? Da trieft es aber vor Fett, weil genau. Hier ist halt wirklich das Einzige, was hier an Flüssigkeit auf dem Teller ist, ist halt von der Zitrone. Oho. Da wurde wieder ASMR praktiziert. Boah, hör mal. Ja, und der Kartoffelsalat. Eine schöne Frische. Toller Geschmack durch die Kresse, der nochmal dazukommt. Ist halt schade, dass wir auf die Avocado verzichten mussten. Willst du auch gleich noch irgendwie ein Urteil zum Kartoffelsalat abgeben oder bist du zu beschäftigt mit dem Fleisch? Mhm. Ja gut, auf jeden Fall. Echt eine tolle Kombination aus verschiedenen Aromen. Es ist echt ein Rezept, was man so erstmal nicht auf der Karte hat. Normalerweise denkt man ja, okay, wenn ich hier paniertes Hähnchenfleisch habe, dann müssen Pommes dazu. Schön fette Pommes mit, keine Ahnung, isst man da sonst überhaupt noch irgendwas dazu? Ich glaube nicht. Du redest mir zu viel. Beschränk dich auf das Wichtigste. Der Salat ist lecker. Das Hähnchen ist lecker. Ja. Wie gesagt, das Zusammenspiel Olivenöl, Zitrone ist halt einfach was anderes. Ja, entspricht halt eben nicht dieser klassischen Variante Essigöl einfach zusammengepanscht oder hier so ein Fertigtütchen. Das ist es halt einfach nicht, sondern es ist wirklich selbstgemacht mit den Zutaten, die gefühlt in fast jedem Haushalt vorrätig sind. Und das Hähnchen, ja, spricht halt für sich, ne? Ist einfach lecker. So ist es. Eine gesunde Mahlzeit. Spart ihr euch das schnell Fahren. Gemacht? Ja. Also ich glaube, das ist ein Rezept, das kannst du gut in einer Dreiviertelstunde machen, ohne Probleme. Ja. Also ist auf jeden Fall... Und dann hast du 15 Minuten zum Essen, bist du in der Stunde fertig. Wenn du Abwasch machst im Nachgang. Ich genieße ja lieber beim Essen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Ja. Aber die Leute haben doch heutzutage eigentlich keine Zeit mehr. Genau. Nee, von daher, dann... Das war's mit dieser Folge. Ja, wie immer, ne? Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video gerne. Und gebt uns Rezeptvorschläge unten in den Kommentaren. Ja, vor allem das Feedback ist immer wichtig. Feedback. Wir brauchen Feedback. Ob auf Instagram, folgt auch gerne unserer Instagram-Seite, die ist unter dem Video jetzt auch in der Beschreibung mit drin. Oder hier auf YouTube. Wir sind immer dankbar für Feedback zu den Oder Videos. Auch auf TikTok tatsächlich. Und TikTok, da sind wir auch vertreten. Ne? Ja, also, ne? Bis zum nächsten Mal bei Kerle kochen. Tschüss. Tschüss. Vollgas. Oh, SpongeBob, durchgefallen.